Servus Leute, willkommen im Bruderland. Heute gibt es mal was für die iOS-Fraktion unter euch. Und zwar habe ich bei 9to5Mac ein Video gesehen, mit der man, sage ich mal, die ganzen iOS-Animationen ausschalten kann und damit wirklich einen riesigen Geschwindigkeitsvorteil bekommen kann. Egal bei welchem iPhone man hat, Hauptsache es ist nicht gejailbreakt. Und ja, ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen. Ich habe es selber schon ausprobiert und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich halte ja von diesen ganzen Animationen, die die Apple da mit den Versionen eingebaut hat, gar nichts. Die verlangsamen die ganze Geschichte nur. Und ich habe es jetzt zum Beispiel hier bei meinem iPhone gemacht. Man muss da nichts großartig wirklich irgendwie hacken oder sowas, sondern das ist eigentlich nur ein Bug, den man halt irgendwie sozusagen künstlich herbeiführt. Und solange man das Gerät nicht neu startet, bleibt das dann halt auch so. Im Klartext sieht es dann zum Beispiel so aus, wenn ich jetzt mein Mailfach auf, also meine Mail-App oder eine andere App aufmache, dann startet die ohne eine Animation oder so. Und ich drücke einfach drauf und dann ist sie sofort da. Als wäre es alles sofort im Cache geladen und so. Und das taucht einfach alles sofort auf. Ob es WhatsApp ist, Mails, YouTube. Also man merkt schon dieses Rein- und Rauszoomen da, was man halt so von Apple kennt, das ist halt nicht mehr da. Und das ist, wie gesagt, ein Bug. Und solange Apple den nicht fixt, kann man den nutzen, um halt alles ein bisschen schneller zu machen. Ich habe leider kein zweites iPhone da, um euch den Geschwindigkeitszuwachs zu zeigen, wie das dann schneller geht. Aber ihr könnt mir glauben, es macht sich bemerkbar. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das tatsächlich geht. Und dafür starte ich jetzt mal mein iPhone neu, damit ihr sozusagen den ursprünglichen Zustand seht. So, da wären wir jetzt wieder. Das ist jetzt ein frisch gestartetes iPhone. Und ihr wisst ja, wie das gerade aussah. Wenn man jetzt hier zum Beispiel in die Mail-App reingeht, dann seht ihr diesen Schwarzeffekt, dieses Rauszoomen und so, und das hat man im Prinzip ja bei vielen Apps, ne? Und das kostet einfach Zeit und bringt eigentlich nichts, außer dass es hübsch ausschaut. So, was ihr jetzt machen müsst, um diesen Bug hervorzurufen, geht ihr in die Einstellungen unter Allgemein. Dann geht ihr zu den Bedienungshilfen und dort müsst ihr den Assistive Touch aktivieren. Das ist nämlich dieser lustige Knubbel hier, der hier auftaucht. Und dann geht ihr hier wieder raus und diesen Knubbel schiebt ihr jetzt rechts unten in die Ecke und müsst mit der Spotlight-Funktion arbeiten. Spotlight ist ja, wenn man einfach das ein bisschen runterzieht und dann taucht ja diese Suchfunktion oben auf. Und ihr seht, wenn man das macht, dann hüpft nämlich dieser Knubbel vom Assistive Touch immer nach oben. Und den Bug hervorrufen tut man, indem man, wenn dieses Ding nach oben hüpft, müsst ihr dann schnell genug in die Mitte hüpfen, damit es wieder zugeht, der Spotlight-Screen. Und wenn ihr das richtig macht, dann sieht es nämlich so aus, als würde dieser Punkt einfach so abstürzen und sofort unten sein und dann sind diese ganzen Animationen deaktiviert. Es kann ein bisschen dauern. Ich habe es so 10 Mal ausprobieren müssen, bevor das klappt. Und ansonsten hat es keinerlei Auswirkungen. Also ich mache es jetzt einfach mal und hoffe mal, dass es schnell geht. So. Jetzt hat man gerade gesehen, wie das ausschaut, wenn es schnell runtergeht. Und ihr seht da jetzt, die Animationen sind jetzt wieder weg. Der springt sofort in die App rein. Und man kann im Anschluss dann auch diesen Assistive Touch einfach wieder deaktivieren. Also diesen Knubbel muss man nicht die ganze Zeit da haben. Und ja, im Prinzip war es das auch schon. Man sieht, das hüpft die ganze Zeit rein. Diese In-App-Animation bleibt natürlich auch weiterhin. Aber das ist aber die Animation, um in eine App rein zu switchen. Die fällt halt weg, ne? Und ja, das ist relativ unkompliziert und wie gesagt, beim nächsten Neustart vom iPhone ist das auch schon wieder weg. Also probiert es einfach mal aus. Ich finde es auf jeden Fall klasse und ich werde auf jeden Fall mein iPhone so verbuggt benutzen und den Geschwindigkeitsvorteil mitnehmen. Ja, das war's für heute. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.